Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 auf der Suche nach Freddys Hinterlassenschaften, dem komischen Psychobengel. Und gucken wir mal nach. Größtes Geheimnis, es hat geklappt. Onkel Otis ist mit dem Fuß in meine Falle getreten und an der Stelle ausgerutscht, wo ich das Öl ausgegossen habe. Er ist stinksauer und schreit mich ständig an. Aber jetzt hängt er erstmal kopfüber fest. Dem habe ich es gezeigt. Ich gehe jetzt heim. Und du lässt ihn da. Nein, der hat ihn da jetzt nicht liegen lassen. Das hast du nicht gemacht, Kleiner, oder? Oh. Da hinten müssen wir als nächstes hin. Arthur Wood, Feuerzeug. Okay. Rockner und die rubinfarbenen Ruinen. Kann ich dich bewegen? Ich glaube, ich spiele. Okay. Soll ich es nochmal riskieren? Ich gehe mal raus. Nette Power-Rüstung. Ach, da fehlen die Füße. Ich habe gedacht, das ist vollständig. Aber das ist ein Text-Adventure, oh mein Gott. Nein, danke. Aber es ist ja gar keine vollständige Power-Rüstung. Fehlt doch der Arm. Ja, gut. So, besorge neue Pappziele, repariere das Kitzelklo, durchsuche das Wutz-Anwesen. Das ist ganz schön viel hin und her. Ja, kümmern wir uns erstmal um die Fässer, gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Wir haben wegen der Strahlung nicht so sicher. Oh. Der hat eine Falle aufgestellt, der Kleine. Hier muss doch irgendwo eine Tür sein, die Tür, die wir gesehen haben. Kennen wir schon. Okay, ach, da ist die Tür. Kleine Meierlöx. Das ist aber nicht die Waffe, die ich haben möchte. Von wo? Hä, was? Ach, die kotzen mich an. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wo ist meine Pumpgun? Ich habe zu viele Waffen. Vielleicht hätte ich das nicht mit der lauten Waffe machen sollen, ne? Ja gut, habe ich selber schuld. Ich habe gedacht, es wäre nur einer, aber es waren irgendwie mehr. Meine Fresse. Na komm, gib mal her den Scheiß. Kann ich mir gleich wenigstens was kochen. Oh, die Sims werden nicht richtig angezeigt. So.
Hier kann ich höchstwahrscheinlich nichts machen, ne? Oh, ein bisschen leuchtende Steak. Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das mit den Fässern machen. Wir haben ja 24 Stunden Zeit, aber trotzdem. Scheint ja eine recht größere Quest zu sein. Wie viele Quests wir jetzt plötzlich haben? Am Anfang der Aufnahme-Session hatten wir gar nichts. Ihr seid Level 5. Machen wir hier Sorgen. Okay, tschüss. Der krabbelt zum Wasser weiter. Noch eine Quest? Mindestens ein Spieler muss sich zur Insel begeben. Will ich das? Nö. Ich gebe weiter in die Fässer rein. Ich würde mit der Power-Rüstung versinken. Das ist nicht so cool. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich da auf die Insel komme, eine Maya-Königin kommt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Die sind nämlich ein bisschen größer. So, das letzte Fass ist da hinten. Wir haben noch 3 Minuten, um auf die Insel zu kommen. Dann gehe ich halt durchs Wasser. Ich hoffe, es funktioniert. Ich sehe nichts. Scheiße, Mann, ich will nicht durchs Wasser laufen. Da ist besagte Insel, weißt du was? Oh! Oh, hi! Wir gehen auf die Insel. Töte den Anführer der Maya-Loks, bevor er die Brutplätze erreicht. Aber wo ist er? Ist hier da hinten Maya-Loks, ja. Aber sag mir nicht, dass das hier die der Brutplatz ist.
Ja, da kommt noch eine fette Königin raus. Halte die Horde auf. Ah. Muss kurz was trinken. Scheint eigentlich eine recht leichte Quest zu sein. Fehlgeschlagen? Habe ich nicht gecheckt. Sorry. Gehen wir halt da zum Fass. Keine Ahnung. Ich habe hier Wache gehalten. Ich weiß nicht, ob das das Nest war. Offensichtlich ja nicht. Keine Ahnung, wo das dieses Nest sein sollte. Hier bin ich falsch. Ich wollte doch zum Fass darunter. Gegenstandsbelohnung, Red Axe, Patrone, Vorschlaghammer, Automara. Super. Das Thema gar nicht gelohnt. Jeder Schaden durch Verbrannte. Verbrannte sind jetzt auch nicht gerade die übelsten Gegner. Oh. Ja, die ist klar. Na gut, machen wir weiter. Nächster Stopp durch Wutze. Durch Wutze. Durchsuche das Wutzanwesen. Durch Wutze das Suchanwesen. Ja. Ist okay, Zero, ist okay. Oh, ich höre wieder piepen. Das ist nur ein Biber. So, wo ist das Wurzelwesen? Hinter uns. Richtung Biber, okay. Mr. Biber, du hast jetzt ein kleines Problem. Die zwei Erfahrungen gehören nämlich mir. Holzreste, na gut. Hört sich ja jetzt nicht so sehr zu lohnen. Greifst mich jetzt aber nicht an, oder? Wollte schon sagen. Aggressive Biber, das wär's noch. Ach, ich mag das hier. Vielleicht mag ich einfach trostlose Gegner. Keine Ahnung. Also wir haben... Timmy haben wir noch nicht gefunden. Aber ich vermute mal, das ist sein Zuhause hier. So bist du explodiert. Oh, wir verballern so schnell die Munition hier. Vorkriegsgeld. Unter der Matratze, logischerweise. Na, ich meine, wo versteckt man sein Geld? Unter der Matratze. Gefahr? Von wo? Oh, das ist ein Terminal. Keine Ahnung, was da hinter mir her ist, aber offensichtlich nichts Schlimmes. Freddys hastige Notiz. Papa, ich kann dich nirgendwo finden und ich habe Angst. Ich höre ganz viele Sirenen und ein Mann sagt, ich muss mich... ich muss mit ihm an einen geheimen Ort kommen. Er sagt, mein Papa hätte dafür bezahlt, dass ich in den Vault gehen und in Sicherheit sein kann. Ach, er war in der Vault? Persönlich. Molly.
kehre zu Miss Andy zurück. Arthur, Liebling, ich bin aufgeregt darüber, dass wir bald Eltern werden, aber ich habe auch etwas Angst. Ich bin so froh, dass du zugestimmt hast, Otis bei dir im Werk arbeiten zu lassen. Ich weiß, du findest ihn anstrengend, aber er ist nun mal mein einziger Bruder und ich liebe ihn. Bruder, jetzt haben wir es. Ich habe mir eine kleine Dummheit erlaubt und etwas sehr Teures für das Baby bestellt. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Hab dich lieb. Klar, ich sag zu meiner Freundin auch immer, ich hab dich lieb. Freut sie sich immer. Sehr geehrter Mr. Woods, vielen Dank, dass Sie uns die Chance geben, Ihren Sohn Freddy zu einem Pfadfinderpionier zu machen. Wir freuen uns sehr, dass er unser Sommerlager besuchen wird. Denn wir haben viele gesunde Aktivitäten geplant, die ihm viele neue Erfahrungen bescheren werden. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Sorgen haben. Nanny Annie. Mr. Woods, vielen Dank für Ihre kürzliche Anfrage bezüglich der Verbesserung für Ihr Modell von Miss Nanny. Ich habe Ihnen per Post einen Katalog zustellen lassen, der unsere neuesten Innovationen enthält. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie weitere Fragen haben. Voltec. Zu Ihren Fragen. Erstens, ja, es ist Platz für Sie und Ihren Sohn. Zweitens, ja, Ihre Kriegsanstrengungen werden im höchsten Maße geschätzt. Drittens, ja, Sie können einrichten, dass Ihr Sohn an einen sicheren Ort gebracht wird, sollten Sie im Falle eines Kriegsausbruchs getrennt werden, was sehr wahrscheinlich ist. Wenn er sich an einem der folgenden angegebenen Orte befindet, können wir helfen. Sein Haus, seine Schule. Viertens, nein, seine Nanny wird ihn nicht begleiten können. Unternehmensangelegenheiten. Sicherheitsdaten. Mr. Wood, leider gab es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen drastischen Anstieg von Vorkommnissen, welche die Arbeitssicherheit betreffen soll. Sollte der Aufsichtsrat das zu sehen bekommen? Anspruch die Werkstatt von Lifegrad. Was? Okay. Wieso taucht das die ganze Zeit auf und verschwindet? Selbst als bevorzugter Partner der Regierung würde Grafton Steel einige Kritik einfangen. Vielleicht können wir einfach das Format des Berichts etwas umstellen. Das spricht übrigens auch für automatisierte Arbeiter. Reparaturen sind um einiges billiger als Gerichtsverfahren. Was meinen Sie? Arbeitsmoral. Mr. Wood, die Moral der Arbeiter ist im Keller. Ich habe etwas herumgefragt und es scheint, dass Otis Pike schlecht über die Firma geredet. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich anordnen, seine Aktivitäten genauer zu überwachen. Kündigung. Mr. Wood, ich habe den betreffenden Mitarbeiter gekündigt und seine kommunistischen Überzeugungen an die Regierung gemeldet. Entsprechend des zu Kriegszeiten gültigen Arbeitsrechts könnte er als Verräter gehängt werden. Okay. Wenn Sie die Sache weiterverfolgen möchten, wie wollen wir vorgehen? Produktion. Mr. Wood, unsere Produktivität ist drastisch gesunken. Ich vermute, dass die Arbeiterautomatisierte Hilfe gezielt sabotieren. Ich fürchte, dass Sie in diesen turbulenten Zeiten vielleicht nicht die beste Wahl sind. Könnten Sie herausfinden, ob Einberufung uns weiterhelfen könnte, während wir auf die Lieferung neuer automatisierter Arbeiter warten? Dieser Wort scheint ein ziemlicher Arsch zu sein. Steuerung des Anwesens. Offline. Wo ist denn hier eine Werkstatt in der Nähe? Ich hatte die Quest auf jeden Fall irgendwie abgeschlossen. Keine Ahnung. Ich nicht. So, zu Nanny zurückkehren. Ja gut, dann... Die zwei Kronkorken habe ich auch noch. Ja Mensch, das war eine lange Geschichte. Nicht so tragisch, wie ich dachte. Irgendwie endete es... Dumm für den Otis. Der da irgendwie hängen geblieben ist. Ja. Hammer Kerl. Er wollte ja eigentlich nur was Gutes machen. Aber gerade dann, wenn man versucht, was Gutes zu machen, schlägt man natürlich fehl. So, müssen wir uns jetzt wieder hier durchprügeln, durch die 1000 Typen. Ich glaube schon. Versteck dich doch nicht. Der lebt nicht. Ah, es kostet mich. Oh. Kostet mich Ausdauer, den zu benutzen. Das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, so eine Reichweite habe ich nicht.
Ich will nur zu Nanny durchbrechen. Ich muss hier nicht alles töten. Hab ich auch ehrlich gesagt keine Lust. Kann ich auch. Und? Weiter? Du bist nicht so furchterregend, wie du denkst. Ich wollte gerade sagen, das hört sich aber ziemlich nah an. Aber der war es nicht. Ey, der ist nicht tot. So. Der wird mich verpetzen. Irgendwie läuft er doch durchs Wasser. Oh doch. Ich finde es schön, wenn ich mir Zeit lassen kann. Ach, guck mal, da ist das Wasser. Noch irgendjemand hier? Nein, finde ich gut. Okay. Geht, aber Freddy hat ihn so sehr gemocht. Oh, mon petit chou. Das ist so schlimm für meinen tapferen Jungen, eine, wie sagt man gleich, Spielfigur für Onkel und Vater zu sein. Das haben sie im Haus gefunden? Oh, mein armes Kind. Diese Angst. Da steht, dass er sich vor den Bomben in Sicherheit gebracht hat. Das bedeutet, er könnte noch leben. Danke. Diese Dinge, die ich gefunden habe, sollen ihre Belohnung sein. Komm schon, Kleber. 10 mm Maschinenpistole, naja, gut. Gib mir Kleber! Redex, Fusionszelle, Bauplan. Na gut. Nicht das, was ich wollte, aber gut. Ja, gut. Können wir weitermachen hier, ne? Gehen wir in die Kitty Corner Hütte. Schade. Ich will Kleber haben. Wobei, eigentlich brauche ich momentan mehr Schrauben, ne? Ich muss auf jeden Fall mal gucken, welche Schrauben wir noch haben. Wenn wir jetzt langsam die 30 Schrauben haben, können wir die Powerrüstung zu Ende bauen. Totale Katastrophe. Okay. Das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Ziele brennen 3 Sekunden lang und erleiden dabei 24 Punkte Schaden. Ich könnte aus der Maschinenpistole bestimmt eine normale Pistole machen, oder? Also eine nicht automatische. Können wir gleich gucken, wenn wir die Quest hier beendet haben. Hinter mir. Es ist immer hinter mir. Irgendwie spawnen wir immer so, dass alles hinter uns ist. Oh, wir müssen eh bald zurück, weil der Fusionskern zu Ende geht. Wie, du lebst doch. Okay. Das war ein 1er Headshot. Ein Kommunistenhaus. Black Bear Lodge. Mrs. Black Bear Lodge. Ja. Zeige mir deine Geheimnisse.
Wieso ist die Farbdose gesucht, aber die leere nicht? Hi. Ach du Scheiße. So, Schwarzpulvergewehr, Kampfflinte. Okay. Wieso leuchtest du so? Nehme ich. Willkommen in der Black Bear Lodge, Ihrem familienfreundlichen Jagdclub. Ich bin der Jagdführer der Black Bear Lodge. Sie möchten sich bestimmt beim Turnier anmelden. Gut, ich setze Ihren Namen auf die Liste. Jeder Jäger muss 3 Tiere aufspüren und erlegen. In letzter Zeit gab es einen Zustrom neuer Tierarten. Also seien Sie nicht überrascht, wenn Sie Ihre Liste sehen. Ich habe einige Jagdgebiete für Sie markiert. Es zählt aber jedes an beliebige Stelle erlegte Tier. Damit komme ich klar. Aber eigentlich sollten wir hier ja nichts machen. Wir wollen wieder nach oben. Aber cool. Wieder eine tägliche Quest gefunden. Auch wenn wir hier nach diesem Ort auf jeden Fall zurück müssen. Dann kommen wir ja wieder. Wir kommen wieder. Hätte ich auch gefreut. Projekt ist beendet. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht war das mal ein Geheimgang oder so. Wo sind die Leute? Und wenn das ein Jagdclub ist, muss hier doch irgendwo eine richtig fette Wumme sein, oder? Oder? Oh, ein goldenes Feuerzeug, naja. Rippschraube, oh Mann. Persönliche Informationen eingeben. Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Wasser. Ansonsten gibt es hier leider nichts für mich. Jo, dann würde ich sagen, zurück. Und dann kommen wir eh nochmal her wegen den Jagdgebieten. Honigbestie kann ich eigentlich noch mitnehmen, ne? Okay, ich bin zwar jetzt ein bisschen überladen. Aber ist schon okay. So, kurz den Schaden prüfen. Perfekt. Dann suchen wir uns mal eine Honigbestie, die eigentlich genauso stark ist wie der hier Snaggy Guest oder wie auch immer heißt. Ich frage mich, wenn wir die Power-Rüstung anziehen, zählt das eigentlich? Also habe ich 2 Stück dabei. Okay. Ja gut, das zählt auch. Oh, guck mal, da läuft schon eine. Ich will aussteigen, nicht Licht anmachen. Absolut beste Waffe aller Zeiten, Leute. Oh! Stufenaufstieg. Nice. Oh Gott, die Radioaktivität hier. Gib mir einfach den Loot, dann bin ich weg.
Honigbestie. Oh, gedämpft. Das hört sich schon mal gut an. Überschüssiger Kleber. Honigbestie. Wieso? Achso, der. Ach, der hat sein Ding verloren. Ah, okay. Na gut, war mir eine Freude. Oh, ich bin mutiert. Kann ich hochspringen? Oh. Was habe ich denn? Erdung. -50% Schaden durch Energiewaffen und Energiewiderstehen +100. Ja, ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ziehen wir uns in Radio rein und vielleicht bleibt's ja. Dann noch die Kleidung. Taschen mit Taschen mit Taschen mit Taschen. Na gut, mehr haben wir nicht. Wenn wir jetzt hier reingehen und uns einen Buffout reinziehen, dann müsste das eigentlich passen. Naja. Na gut. Dann erstmal nach Hause und dann kommen wir gleich wieder her. Ist schon ein langer Weg. Was macht der Roland schon wieder da? Ach, der wollte seine Werkstatt wahrscheinlich sichern. Oh, unsere Zeit ist wieder um, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich werde einmal kurz den Schrott und so weiter beseitigen und dann gucke ich, wie viele Schrauben wir haben und dann informiere ich euch morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.